Das erinnert mich voll an den Fox-Song. Als die Sinfonie der Insekten erneut leiser wurde, begannen wir ein Muster in den Klängen wahrzunehmen. Das ist nicht zufällig, dachte er. Das ist nicht nur weißes Rauschen. Es ist etwas anderes. Die Insekten schrien nicht einfach nur, sie stellten eine Frage. Mit zweien ist es ideal. Mit dreien ist es gefährlich. Was ist es? Bei meinen Seiten. Ist das ein Rätsel? Das nehme ich an. Sie scheinen oft vorzukommen in Träumen, oder? Vielleicht ist das der Schlüssel, um diesen Ort zu verlassen. Dann überlasse ich dir das Antworten. Mit einem leidet es. Mit zweien ist es ideal. Mit dreien ist es gefährlich. Was ist es? Es gibt eine Menge Dinge in der Welt, die schwierig im Umgang sind, aber mit meiner Weisheit am Ende bin ich nur in einem Fall. Es ist eine Frau. Feis Mund sprang auf, aber bevor er etwas sagen konnte, veränderte sich die Welt plötzlich. Renn, renn, wahr! Schick, schick, hi! Als er wieder zu sich kam, war er einmal mehr von den Geräuschen der Insekten umgeben. Die Schreie der Insekten erzeugten Worte. Worte, die er schon einmal vernommen hatte. Mit einem leidet es, mit zweien ist es ideal, mit dreien ist es gefährlich. Was ist das? Bei meinen Seiten. Ist das ein Rätsel? Okay, wir hatten die falsche Antwort. Deswegen haben wir Flashback. Was zur Hölle soll ich das wissen? Weiß Mund sprang auf, aber bevor er was sagen konnte, war die Welt plötzlich anders. Ich glaube, das war auch die falsche Antwort. Oh, was? Oh ja. Okay. Ein Geheimnis? Seit wann haben Geheimnisse Beine? Innerlich wütend darüber, dass Weiß ihm diese Aufgabe überließ, seufzten wir und gab die einzige Antwort, die einen Sinn ergab. Es ist ein Geheimnis. Nicht wahr? Die Geräusche der Insekten verstummten so plötzlich, wie sie begannen. Das Unterholz des Waldes teilte sich wie eine brechende Welle vor uns und öffnete einen neuen Weg. Dieser Waldarthropoden schaffen einen Weg für uns, sagte Weiß fröhlich. Erfreut, den Test bestanden zu haben, schreiteten wir mit neu gewonnener Stärke voran. Der Weg bot seinem Körper Erholung von dem Gestrüpp, aber er hellte vor allem auch sein Gemüt. Solange sie auf einem Weg waren, hatte ihre Reise ein Ziel. Ich nehme an, der Wald hat uns akzeptiert, wie? Sagten wir nach einer Weile. Weiß wirbelte herum, um seinen Gefährten anzuschauen. Mach nicht den Fehler, diesen Wald für ein kleines Haustier zu halten, das plötzlich den Freund werden kann. Wir haben keine Ahnung, wo uns dieser Weg hinführt. Als Weiß zu Ende gesprochen hatte, kamen die beiden um eine Wegbiegung und standen einer klaren Waldquelle gegenüber. Wir hoben einen kleinen Stein auf und ließen ihn über die Wasseroberfläche springen. Um Himmels Willen! Sein Erstaunen war verständlich. Jedes Mal, wenn der Stein die Wasseroberfläche berührte, erklang eine Musiknote. Als der Stein schließlich zur Ruhe kam und gen Boden der Quelle versank, kamen die Wellen, die er zurückließ, zusammen und formten Worte. Ich komme durchs Fenster, aber ich zerbreche kein Glas. Wenn die Nacht anbricht, verschwinde ich. Was bin ich? Die Sonne. Unglaublich, einfach. Welte Weiß. Nun antworte. Es ist der Mond. Wir knirschten mit den Zähnen und versuchten, uns zurückzuhalten, um seinen Gefährten nicht zu erwürgen. Er hätte immerhin recht. Dies war wirklich einfach. Ich komme durchs Fenster, aber ich zerbreche kein Glas. Wenn die Nacht anbricht, verschwinde ich. Was bin ich? Sonnenlicht. Das weiß sogar ich. Sonnenlicht. Eine Wasserfontäne entsprang plötzlich aus der Quelle. Das Sonnenlicht drang durch die Bäume, wurde von dem Wasser reflektiert und erzeugte einen schimmernden Regenbogen, der sich über den gesamten Horizont erstreckte. In all den Jahren, sagte Weiß sanft, habe ich nie einen solchen Anblick erlebt. Vielleicht habe ich die Absicht dieses Ortes missverstanden. Hey, sieh mal! Rien wir und erweckten Weiß aus seinem Dusel.
Da drüben ist ein Haus oder so. Als er in die Richtung der ausgestreckten Arme seines Freundes blickte, sah Weiß eine kleine Hütte inmitten von Bäumen. Das ist seltsam, oder was? Ich meine, wer würde ein Haus so weit hier draußen bauen? Wir liefen hinüber und klopften an die Tür. Nach einer Minute des Hämmerns öffnete sich die Tür und ein kleiner Mann spähte hinaus. Sein Körper war vom Nacken bis zu den Zehen in einen großen schwarzen Umhang gehüllt, während sein Gesicht von Nebel verdunkelt wurde. Aber bevor er weiterreden konnte, hielt der eingehüllte Mann eine Hand hoch und fing an zu sprechen. Ich habe morgens 4 Beine und mittags 2. Aber am Ende der Nacht sind es 3. Was bin ich? Wir versuchten den Mann zu befragen, wer er sei und was er hier mache. Aber dieser wiederholte einfach die Frage. Wenn wir uns mit diesem Mann unterhalten wollen, sagt Weiß, müssen wir anscheinend sein Rätsel lösen. Ja, wahrscheinlich. Nun, immerhin ist es einfach. Ich habe morgens 4 Beine und mittags 2. Aber am Ende der Nacht sind es 3. Was bin ich? Ich muss gerade nur die eine Antwort lachen. Oh Mann. Mir erscheinen alle Antworten irgendwie komisch, wenn ich das gestehen darf. Aber ich feiere den Soundtrack halt übelst. Nachts sind es 3. Also wenn die eine Antwort, die ich gerade im Kopf habe, stimmt, dann, Eigentlich, ne? Eigentlich passt's ja. Ein Mann. Ein Nebel um den eingehüllten Mann löste sich auf, als er ein einzelnes Wort sprach. Oh Mann. Korrekt. Daraufhin warf der Mann sein Gewand beiseite und enthüllte seine wahre Identität. Ihr seid der Bürgermeister? Der kleine Mann schüttelte langsam den Kopf. Ich bin nicht der Bürgermeister, den ihr kennt. Nun lauscht meinen Worten. Vor langer Zeit sah ich eine Vision von euch, die nicht ihr selbst wart. Ihr saht? Wartet. Was habt ihr gesehen? Tut mir leid, aber ich habe keine Worte davon verstanden. Es wird bei Zeiten Sinn ergeben. Im Moment gratuliere ich euch einfach dazu, das Siegel des Todestraums gebrochen zu haben. Nun müsst ihr zu dem Mann am Eingang des Waldes gehen. Daraufhin drehte sich der Mann um und schlug die Tür hinter sich zu. Während wir zusahen, stieg Nebel aus dem Boden auf, umhüllte die Hütte und beraubte sie ihrer Existenz. Als wir und Weiß zum Eingang des Waldes zurückkehrten, fanden sie den Bürgermeister an seinem Baum gelehnt vor. In dem Moment, wo er das Duo erblickte, sprang er auf und lief zu ihnen rüber. Du meine Güte! Ihr habt es geschafft! Ihr habt es tatsächlich zurückgeschafft! Seine linke Hand ergriff die von uns und schüttelte sie so heftig, dass er sie beinahe abzureißen drohte, während seine rechte Weiß am Buchdeckel ergriff und ihn durch die Luft schwang. Zum Himmels Willen! Hört auf, mich zu schütteln, Dummkopf! Wir haben euch noch nicht einmal erzählt, ob wir erfolgreich waren oder nicht. Der Bürgermeister setzte sein breites Lächeln auf und schüttelte mit dem Kopf. Ich freue mich einfach, dass ihr am Leben seid. Ich hätte nicht gedacht, euch jemals wiederzusehen. Wir entzogen uns seinem eifrigen Handschütteln und... Ach ja, mit einem leichten Lächeln. Weil wir sind freundlich. Wir haben das Siegel des Todestraums gebrochen. Zumindest denke ich das. Das Gesicht des Bürgermeisters strahlte, als wir ihm die Einzelheiten berichteten. Als die Geschichte beendet war, legte sich die drei auf den Waldboden und schliefen ein. Jetzt sind wir wirklich aus dem Traum raus. Moment mal. Das ist verrückt. Warum sollten wir uns einfach hinlegen und schlafen? Diese Geschichte ist reichlich schwachsinnig. Nun
Gib schon dein endloses Geplapper auf und leg dich schlafen, Dummkopf. Es hat keinen Sinn, gegen die Regeln dieses Ortes zu kämpfen. Wir legten uns folgsam hin auf den grasigen Untergrund. Hast du schon vergessen? Verweist fort. Es sind Worte, die den Todestraum kontrollieren. Worte, die uns erlauben, von einem Ort zum anderen zu reisen. Egal wie unnatürlich sie hier auch scheinen, sie gelten uneingeschränkt. Also, wenn uns die Worte befehlen zu schlafen, dann schlafen wir auch. Und sobald wir das tun, geht die Geschichte weiter. Damit wurden die Augen des Trios schwer und ihre Atmung verlangsamte sich. Das ist das erste Mal, begann der Bürgermeister, das erste Mal, dass ich mich müde fühle, seit ich hier gefangen wurde. Seine Worte wurden von einem langlauten Gähnen unterbrochen und er erinnerte sich an nichts weiter. Sie mögen für eine Stunde geschlafen haben oder ein Jahr. Als sie aufwachten, wirkte die Welt um sie herum realer. Der Nebel war dicker, die Blätter grüner. Sie waren offensichtlich aus ihrem Traum erwacht. Wir schüttelten die Schulter des Bürgermeisters leicht. Gute Nachrichten, sagte er. Wir haben es geschafft. Oh wow, sagte der Bürgermeister mit erstaunter Stimme. Wir haben es geschafft. Ich bin zurück. Er blinzelte ein paar Mal ungläubig, als könnte er den Anblick vor sich nicht begreifen. Ihr habt keine Ahnung, wie viel das bedeutet. Der Todestraum begann sich in unserem Dorf zu verbreiten und ich wollte... Nun, ich dachte, ich könnte herausfinden, wie man ihn aufhält, aber ich nehme an, dem war nicht so. Ich muss mir die Seuche eingefangen haben und in meinen eigenen Traum gefangen worden sein. Der Bürgermeister versuchte aufzustehen und fiel dann wieder auf die Erde. Er starrte seine Beine an, als würde er versuchen, sich zu erinnern, wie sie funktionierten, warf Arazenia dann einen Blick zu und zuckte mit den Schultern. Wortlos streckte dieser ihm die Hand entgegen und zog dem Bürgermeister auf die Füße. Das echte Leben ist vermutlich etwas gewöhnungsbedürftig. Ein gezwungenes Lächeln machte sich im Gesicht des Bürgermeisters breit. Ihr werdet das schon bald wieder erlernen, da bin ich mir sicher. Fürs Erste solltet ihr nach Hause zurückkehren und euch ausruhen. Nein, der Bürgermeister auf unsicheren Füßen schwankend. Nein, das kann ich nicht. Einige der Dorfbewohner sind noch immer im Todesraum gefangen. Ich muss sie retten. Der Bürgermeister bahnte sich langsam einen Weg zum heiligen Baum in der Mitte des Dorfes, senkte sein Haupt und betete leise. Dies ist ein heiliger Baum, erklärte er nach dem Gebet. Er ist der Wächter der Geschichte unseres Dorfes und dessen Erinnerung. Aberglaube wird unsere Mission nur erschweren, murrte er weiß. Wir sollten nicht auf die Götter vertrauen. Der Bürgermeister schüttelte den Kopf. Nicht die Götter, die Worte. Die Legende besagt, dass unser Baum eine mächtige Magie bekannt als ein versiegelter Vers birgt. Wir konnten unsere Überraschung natürlich nicht zurückhalten. Wir waren total hin und weg. Es scheint, als hätte sie ein Ziel an einem Ort gefunden, an dem sie es am wenigsten erwartet hatten. Ach was, murmelte Weiß, das ist mit Sicherheit ein Glücksfall. Als die drei sich voneinander verabschiedeten, erwähnten wir den seltsamen Mann, der ihnen das dritte Rätsel aufgab und die merkwürdigen Worte, die er ihnen mit auf den Weg gab. Einst sah ich eine Vision von euch, die nicht ihr selbst wart, murmelte der Bürgermeister. Was um alles in der Welt? Gedankenverloren starrte er eine Zeit lang ins Leere. Wisst ihr, das klingt komisch, aber ich hatte auch das Gefühl, euch schon einmal gesehen zu haben. Wir versuchten keine Miene zu verziehen und versagten dabei. Aber der Bürgermeister schien das nicht zu bemerken. Déjà-vu, nicht wahr? Wie auch immer, ich nehme an, es ist eine Art Illusion, erzeugt vom Todestraum. Wahrscheinlich ist es bedeutungslos. Wir nickten dem Bürgermeister zu mit einem Lächeln, aber in seinem Inneren überschlugen sich die Gedanken. Irgendwas stimmte nicht mit dem Bürgermeister und seinen Worten. Ich wünschte, ich würde verstehen, was zur Hölle er vorgeht. Dieses Rätsel sollte sich als das Schwierigste von allen herausstellen. Oh, vielen herzlichen Dank. Nun kann ich endlich wieder ein normales Leben führen. Das ist eine der abscheulichsten Seuchen, die ich je gesehen habe. Ich weiß, daher muss ich den anderen Dorfbewohnern um jeden Preis helfen. Versiegelter Vers, dunkle Exekution. Die kennen wir schon aus dem Tutorial.
Oje, das war viel Leserei. Das war erstaunlich wenig Aufwand für einen versiegelten Vers. Ja, wenn du wüsstest. Ja, fast schon zu einfach, wenn du mich fragst. Es ist beinahe so, als hätte uns jemand bewusst zu diesem Dorf geführt. Du machst dir zu viele Gedanken, weiß. Oje. Jetzt brauche ich eine kurze Lesepause. Dann gehen wir mal klopschen. Aber wir speichern erstmal, weil das war eine ganz schön lange Passage. Baum hast. Baum fällt. Just save it. Ja, tu es doch einfach. Du bist bei 9. Ah, 3 Minuten haben gefehlt. Das wäre der Call gewesen. Hätten wir es auch abgehandelt. Also, wie war das Dorf so? Ein wahrlich prächtiger Ort, kann man mit Worten kaum beschreiben. Aha, toll. Lass uns zu Popola G zurückkehren. Sie wird vermutlich wissen wollen, was dort vor sich geht. Na dann. Es tut mir jetzt schon leid, wenn ich euch sage, ich werde so gut wie keine Nebenquests machen. Und wisst ihr warum? Weil ich wissen will, wie es weitergeht. Und solange uns unser Level und unser Gold zulässt, dass wir das so durchziehen können, dann würde ich das gerne dabei belassen. Wer sich darüber aufregt, soll sich das Spiel selber holen und selber spielen. Dann kannst du die Nebenquests von mir aus machen. Ich müsste echt hier mal ein Thermometer hin tun. Zu gerne mal wissen, wie viel Rechner und PS3 zusammen heizen. Also im Winter wäre das jetzt mega geil. Also ich muss mir auf jeden Fall noch PS4 spielen und so für den Winter aufheben. Weil das mega geil wird. Weil das so warm wird, du kannst dir die Heizung sparen. Und es ist auch noch sinnvoll, weil du deine Zeit damit wegschmeißt. Du verballerst quasi deinen Strom mit dem eigentlich nicht gewollten Effekt, dass es heizt. Den Effekt willst du ja in dem Moment haben. Und gleichzeitig tust du dich damit ja noch unterhalten. Eigentlich das Genie. So. Diese Ecke, ne? Das ist die Ecke des Todes. Im Sommer ist es halt anstrengend. Aber an sich geht's. Man gewöhnt sich dran. Es ist für nicht hitzebeständige Menschen nicht gut. Und etwas dickere Menschen haben mit sowas meistens auch ein bisschen mehr Probleme. Aber es gibt Menschen wie mich, die haben mit Hitze nicht immer so viel Probleme. Ja, mit 30 Grad auf der Arbeit auch noch mit der Jacke rum. Der Todesraum ist solch eine seltsame Krankheit. Ich bin so froh, dass ihr diese Leute gerettet habt. Ja, diese ganzen Worte waren ein ziemliches Ärgernis. Selbst ich, der sonst ein natürliches Faible für Worte hat, habe nicht den Wunsch, diesen Ort jemals wieder aufzusuchen. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Und weiter? Das war's? Ah, warte. Was? Das hätte ich fast vergessen. Jona war auf der Suche nach dir. Oh, sie meinte, sie bräuchte etwas von dir. Zeit, mal wieder ein wenig Papa zu spielen, oder? Ja, das meine ich auch. Danke. Ja, wir sollten zu unserer Tochter. Jump! Ich wünschte, ich könnte diese Keine treffen, von der Papa erzählt. Ich wette, sie ist sehr freundlich und sagt ständig nette Sachen. Ich frage mich, ob Mama vielleicht auch so war. Oder so. Keine Ahnung, ich konnte den letzten Text nicht lesen. Zu langsam. Ich hoffe, meine Stimme crackt jetzt nicht wegen dem langen Lesen. Ich hoffe es. Wenn es passiert, trink dann einfach was. Es wird nicht auffallen. Ich habe die richtige Atmungstechnik noch nicht drauf, dass ich mir nicht sofort heiser werde, wenn ich irgendwas tue. Vielleicht liegt es einfach daran, weil ich mich heute auch schon mal extrem aufgeregt habe. Das war vielleicht auch nicht ganz so gut. Naja, egal. Weiter im Text. Geld? Oh, Diddy. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ja, langsam lebt der Lachs. So, was willst du von mir? Oh. Juhu.
Hoppala meinte, du brauchst etwas. Du meinst, du musst mir einen Gefallen tun. Was ist es? Jona, ich kann dir nicht helfen, wenn du es mir nicht sagst. Ja, das nehme ich an. Jona, bitte, raus mit der Sprache. Ich möchte, dass du meinem Freund hilfst. Deinem Freund? Ich habe einen Freund und er hat mir einen Brief geschickt und nun musst du ihm helfen. Jemand hat dir einen Brief geschrieben? Ein Brieffreund? Wie reizend. Also, wer ist dieser Freund? Nun, er ist irgendwie... Er ist ein Junge? Ja, und er ist krank und steckt in Schwierigkeiten. Und ich weiß, dass du und Weisi die einzigen seid, die ihm helfen können. Yo! Weiß, du bist jetzt absolut am Boden angekommen. Du wirst schon verniedlicht. Weisi, erzähl mir von diesem Typen. Er lebt in diesem ziemlich großen Haus im Süden und er ist super nett. Und er ist mein Freund. Du musst ihm helfen, Papa. Bitte. Jona, hör zu. Bitte. Na toll. Was mache ich nun? Ich werde es tun. Ich kann dir nichts abschlagen. Okay. Ich werde mir das ansehen, ob ich ihm helfen kann. Und dann sehen wir weiter. Juhu. Dankeschön, Papa. Vielen Dank. Ob du das jetzt schon mal... Warte. Ist das diese Villa? Mit diesen Spinnen? Wo alles schwarz-weiß ist? Och nö. Na toll, mein kleines Mädchen hat einen Freund. Du solltest vorsichtig vorgehen. Dieser Junge könnte dein zukünftiger Schwiegersohn sein. Weiß! Darüber werden wir nicht reden. Vielleicht aber doch. Ja. Ah nee, Briefkasten brauchen wir nicht. Haben wir es gespeichert. Das ist bestimmt die Villa. 100 Pro. Mir fällt gerade kein anderes großes Haus ein. Medik. Hey. Ha, ich habe halt gar nichts mehr. Ich werde arm. Richtig arm. Tschüss. Ah, was willst du? Entschuldigt bitte, aber habt ihr meinen Sohn gesehen? Ich denke nicht. Warum steht das nicht? Als ich nach Hause kam, fand ich einen Zettel. Darauf stand, dass er fortgeht und ich nicht nach ihm suchen soll. Was einer das Dorf verlassen hat. Oh, weil mein kleiner Engel etwas zustieß. Ich würde sterben. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich zahle euch, was immer ihr wollt. Mein Sohn sollte nicht schwer zu finden sein. Er trägt einen ziemlich schrägen Hut. Der fällt einem schon aus großer Entfernung aus. Ach ja, mein Gott. Okay, falls ich ihn finden sollte, über den Weg latschen sollte oder er mir in den Weg latscht, bin ich davon überzeugt, ihn zum Heimgehen zu überzeugen. Ja, du weißt schon. Ein Hühnchen. Ach, stimmt ja. Ach, falsche Taste. Da war ja was. Ich habe ja so ein bisschen was stehen lassen. How can these beasts let us dispatch them without complaint? And what would make them appear in this area in the first place? Die töten die ganzen Tiere. Was zur Hölle? Hardly what one would call especially fertile ground. Oh, Soundbug. Nicht cool. Oh, falsche Richtung. Ah. Jetzt wird er aber lästig. Ich glaube, ich starte das Spiel doch nochmal neu. Ich hoffe nicht, dass die PS3 überhitzt.
Nicht, dass es daran liegt, dass der zu warm ist. Das finde ich gut. Ich kann hier gerade echt nicht speichern. Aber es ist gerade nicht gut. Ich glaube, das werden wir mal machen müssen. Weil das eskaliert gerade richtig. Dann, ich werde mal schnell... Ja.